Erfolgreiche Menschen lieben ihr Leben und tun alles dafür, dass sie es immer lieben können. Ja, wenn du dir dieses Zitat durch den Kopf gehen lässt, dann lass es in dein Herz runterwandern und dann frag dich ganz einfach, liebe ich auch mein Leben? Ja oder nein? Die meisten Antworten hier, kommt drauf an. Sehr ungut. Tue ich alles dafür, dass ich mein Leben lieben kann? Tja, kommt drauf an. Und wenn wir dann ganz, ganz ehrlich sind, ein bisschen in medias res gehen, dann müssen wir doch meistens antworten, nein, ich liebe mein Leben nur streckenweise und ich tue auf alle Fälle viel zu wenig, damit ich es richtig lieben kann. Weißt du, wie schade das ist? Ist dir bewusst, dass du eines Tages auf dem Sterbebett liegen wirst? Ob du das möchtest oder nicht. Dass es irgendwann zur letzten Abrechnung kommt, ob es jetzt vor einer höheren Instanz ist oder vor dir selber, keine Ahnung. Aber ich bin davon überzeugt, es kommt zu einer Abrechnung, wo dein Leben wie ein Film vor deinen Augen vorbeidonnert. Und wie schön, wenn du dann sagen kannst, wow, ich hatte das großartigste, wundervollste Leben, was ich mir überhaupt nur erträumt habe. Ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte. Ich lebe in einer wundervollen Partnerschaft. Mir geht es rundherum richtig gut. Schade, dass ich gehen muss. Aber ich habe erfüllt gelebt. Wie hört sich das für dich an? Ist doch absolut traumhaft. Und weißt du was? Du kannst das auch. Wenn du es alleine nicht schaffst, lass dir helfen. Besuch Schulungen, Seminare. Lass dich coachen. Nimm einfach Hilfe an, damit du rauskommst aus dem Leben, was du jetzt lebst, damit du endlich dein erfülltes Leben leben kannst. Das wünsche ich dir von Herzen. Tschüss, bye bye, dein euer Ernst Krameri aus St. Moritz.